Subject on board. Leave the rest to us. Da unten ist unsere Zielperson. Das habe ich überhaupt nicht gebraucht. Lauf, 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 lauf. Das ist ein Scharfschütze. Rein in das. Und da versteckt man uns jetzt, bis der Alarm vorbei ist. Das war jetzt da so wieder mal richtig ungeschickt. Ja genau, Feuer einstellen, das ist schon mal eine gute Idee. Ich würde sagen, ich unterbrich das Ganze jetzt einmal. Die Aufnahme zumindest, pausiere das, bis die sie wieder beruhigt haben. Also bis gleich. So, und so schnell kann es gehen, zumindest beim Aufzeichnen des Videos, dass der Alarmstatus wieder auf Mittel gesunken ist. Mittel reicht mir aus, um da jetzt weiter zu zocken. Hier sind wir unten in dem kleinen Tunnel, da ist unser Gefangener, den wir rausholen sollen. Hier läuft noch irgendwo eine Patrouille, hier läuft noch irgendwo eine Patrouille, die nicht eingezeichnet ist. Ja, das passt schon. Gut, dann ja, müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, ob wir da ungesehen reinkommen. Ne, das ist die andere Seite. War eigentlich auch klar, wenn man die Felswand sieht. Die markierten Soldaten sind Elite, also Spezialisten. Jetzt probieren wir mal. Na, das ist schön fürs Wetter, dass es aufklart. Der Eierbär da drüben. Sitzt der mit der Knarre im Anschlag? Das ist glaube ich besser, wenn ich übers Tor wieder reingehe. Er sitzt jetzt genau in seinem Zielbereich. Also nochmal raus. Ja, ich hol dich ja raus, jetzt mecker nicht. Immer diese Ungeduld. Da steht noch ein Kasper herum. Okay. Den werden wir ebenfalls nach Hause schicken. Zuerst gucken wir aber dann ums Eck, ob da auch noch ein Kasper herumläuft. Nee. Perfekt, das passt, weg damit. So, dann markieren wir uns einmal die Eierbären, die wir jetzt momentan nicht markiert haben. Dort hinten zum Beispiel. Analysis complete. So, dann schauen wir uns einmal die Fähigkeiten von diesem Spezialisten an. Mhm. Ein C. Okay. Alles klar. Ein C. Der da oben. Ja. Schauen wir nochmal auf die Karte. Da muss noch irgendwo einer herumeiern, der nicht eingezeichnet ist. Habe ich da oben jetzt wieder jemanden? Schauen wir mal nach. Und
Und der, dieser gute Mann. Könnte sich ein Kopfschuss ausgehen. Ist auch besser so. Weil der ist nämlich echt pestig. Das war nämlich der, das ist nämlich der zweite Scharfschütze auf diesem Ding. Ja, weg damit. Braucht eh keinen Schwein. Ressourcen. Packen wir eins, sonst haben wir nichts hier. Da drüben, glaube ich, haben wir schon eingepackt. Dann ist natürlich die Frage, lassen wir uns durch das Loch in der Decke in den Raum fallen? Ne, da oben habe ich schon noch geguckt nach Ressourcen. Oder gehen wir durch die Tür? Ja, ich hol dich ja hier raus. Komm, mach, mach, mach. Das muss schneller gehen, mein Freund. Halt die Schnauze. Ich hab schon mal einen Alarm ausgelöst. So, den bringen wir raus. Okay, das hat schon mal funktioniert. Ah, freue dich. PsyOps list updated. Okay, subject is in. Extraction arrived at mother base. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich die Spezialisten mitnehmen. Spezialist ist natürlich wieder so eine halbseidene Geschichte. Spezialist. Der sollte für mich zumindest A haben. Er muss ja nicht A plus haben. Oh, das Schlaraffenland. Oh, da haben wir schon wieder so eine Tonbandaufnahme. Ein Tonband Dingens, was leider wieder von YouTube wahrscheinlich geblockt wird. Wo ist denn das Drecksding? Das ist ja unglaublich. Das finde ich so unnötig, dass da muss man das ebenfalls wieder aufschneiden. Brechendes Schloss. Wo ist der Radio? Ja, nimm jetzt dieses doofe Tonband. So. Das ist echt ätzend. Haben wir noch irgendwo was übersehen? Nee. Okay, okay. Das nehmen wir natürlich ebenfalls mit. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Rotdiamant. Ah, schaut aus, als wäre der oben. Das heißt, wir müssen raus und mal langsam die Tür öffnen. Langsam ist halt natürlich relativ.
Ah, wir haben wieder zwei Suchscheinwerfer oben. Aber mit etwas Geduld schalten wir die aus. So, gucken wir mal. Analysis complete. Analysis complete. Da ist hier richtig was drauf. Da unten fährt jetzt wieder der LKW. Das ist gut. Da hinten parkt mein Pferd. Das ist auch von Vorteil. Der LKW pfeift sie. Okay, wer sieht mich? Okay, los geht's. Number one. Lauf weiter. He's coming too. So, und schnell weg hier. Weil Kasper 1 und Kasper 2 suchen mich am falschen Ort. Ja. Achso, ja genau. Da kommt einer von draußen. Hat das gerade richtig gesehen? Ne, der läuft außen entlang. Der kommt jetzt gleich ums Eck. Oder auch nicht, ist auch egal. Ne, der ist außerhalb der Festung, das haben wir ja gerade gesehen. Und dann schauen wir mal, wo dieser Rotdiamant herumeiert. Ah, da. Schon gesehen. Da unten muss ich noch jemanden markieren. You have arrived at your destination. So, den packen wir natürlich auch ein. Das ist natürlich die Frage. Analysis complete. Spezialist. Analysis complete. Fertigkeit wissen wir nicht, was der für eine Fertigkeit hat. Darum möchte ich gerne alles mitnehmen, was man irgendwie mitnehmen kann. Nicht bewegen. You have arrived at your destination. Number one. Ich glaube, mein Schalldämpfer ist jetzt hinüber. Genau. He's coming too. Roger that. Alles klar, Dimitri. Du verpfeifst mich also. Dimitri hat mich verpfiffen. Die kleine Ratte. Komme ich da drüben wieder hoch? Nee, das schaut schlecht aus. Bist du Dimitri? Wir haben sowieso noch was miteinander zu besprechen. Thank you.
müssen wir den ebenfalls nach Hause schicken. Dimitri muss nämlich umerzogen werden. Mal kurz gucken. Da haben wir noch einen. Und da haben wir die zwei, die wir haben wollen. Okay, dann gehen wir hier. So, Mörser nehmen wir natürlich auch mit. Dann haben wir hier vielleicht noch eine Rechnung, die wir noch nicht eingesammelt haben. Ne. Perfekt. Auweia, das war doof. Das war doof. Kommst du her? Die anderen bleiben wenigstens dort, wo sie sind. So. Sei mir mal nicht böse, mein kleiner Freund. Auch ohne Schalldämpfer. Das passt schon. So. Nach Hause schicken. Viel Spaß in der Schule. Da wird dir dann die neue Gesinnung beigebracht. Ja, und da haben wir den zweiten. Eigentlich könnte jetzt so den kompletten Posten übernehmen. Wie viele laufen noch herum? Zwei, oder? Eins. Zwei. Aber wo läuft er hin? Hey Carl Hans, komm ich da irgendwie rüber? Schaut schlecht aus. Du ersäufst. Okay, halt Pflanze aber zuerst. Geht mal den aus dem Dreck, bevor er da wirklich ersäuft. So, Pflanze nehmen wir auch mit. Ja, ich hole ihn raus. Selbstlos wie ich bin.